Zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert unterscheidete man in Frankreich zwischen männlichen Nachtalben, Incubus, der Auflieger, und weiblichen Nachtalben, Succubus, die Unterliegerin, denen man magische Verführungskünste nachsagte. In einigen Erzählungen hat der Mann einen ausgeprägt erotischen Charakter. Es wird sogar von Geschlechtsverkehr zwischen Menschen und Maren berichtet. Zusammen mit dem Werwolf gehört der Mann zu den Einzelgängerwesen, die ihre Gestalt verändern können. Mare werden oft mit Krankheiten in Verbindung gebracht, und in einigen Teilen Skandinaviens verschwimmen die Grenzen zwischen Hexen, Wesen, die Müttern die Muttermilch stehlen, Wiedergängern und Gespenstern. Dieses Motiv ist volkchristlich und international verbreitet. Und wieder war es das alte Lied, von Liebe, wenn eins das andere sieht, und war gestimmt auf den alten Ton, sie eine Magd, er Hurensohn. Man schickte ihn fort weit über Land. Sie blieb daheim in Schimpf und Schänd. Sie blieb daheim im bittersten Weh und suchte vergessen im Wokulsee. Doch als zurückgekommen der Unab, was zog ihn allnächtlich zum See hinab? Was starrt der ängstliche Mondenschein? Auf den Felsblock im Wasser, den Wokulstein. Ruf den Wokulstein, sitzt eine bleiche Gestalt, die Schultern von fließendem Montag umweiht. Sie ringt die Hände und sieht ihn dann mit gestorbenen Klugen so sehnsuchtsvoll an. Treibt ihn von dannen ends entsetzens graus und bleibt doch die kommende Nacht nicht aus. Und ist verschwunden nach dieser Frist, weiß keiner, wo er geblieben ist.